Geil, mein Jobipod ist einfach komplett eingerostet. Ja. Hey, wie geht das nochmal mit diesem Vlogging? Ich hoffe, ihr vermisst den Vlog ein bisschen. Ich wollte euch mal kurz zeigen, an welchen Baustellen wir gerade sind. Die sind nämlich spannend und ich brauche was von euch. Deswegen melde ich mich tatsächlich. Wir sitzen hier gerade in so einem schönen Stuhlkreis, alle am Laptop. Das ist Martin. Martin macht gerade Praktikum bei uns. Das ist Joscha. Joscha macht gerade Praktikum bei uns. Hi! Und vielleicht habt ihr es mitbekommen über verschiedene Sachen wie Instagram oder Facebook oder sowas. Wir sind gerade wieder an einem neuen Kurzfilm dran. Den hatte ich auch schon mal irgendwann hier im Vlog vorgestellt. Der war so ganz frisch. Joscha hatte gerade irgendwie so ein achtminütiges Ding geschrieben. Wir wollten es ganz klein halten. Zwei Drehtage, easy peasy, kleine Crew, schnell machen und so. Was ist daraus geworden, Joscha? Ja, also es sind 22 Minuten, es sind sehr viele Drehtage und wir haben einen ziemlich krassen Cast auf einmal vor der Kamera stehen mit deutscher A-Prominenz, kann man sagen. Das stimmt tatsächlich. Und ich finde das Buch aber auch sehr geil, sehr witzig. Das stimmt auch. Das Buch ist sehr gewachsen. Es tut in dem Fall aber wirklich sehr gut und das wird eine ziemlich crazy Nummer. So, was machst du gerade? Also ich baue gerade, das sieht ein bisschen bescheuert aus. Ich nehme Film, erzeuge künstlich Filmstills für so eine kleine Mappe, die wir machen. Und mit dieser Mappe wollen wir rantreten an potenzielle Geldgeber, weil wir machen das Ding mal wieder ohne Knete. Und zu meiner anderen Seite sitzt der Martin. Moin Martin. Guten Tag. Was machst du? Ich mache diese Mappe. Geil. Ja. Martin ist extrem Wort. Wie würdest du deine Rolle aktuell im Soko-Loko-Thema bezeichnen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich mache irgendwie alles, vieles und nichts zugleich. Josh hat gerade Elite-Praktikum dazu gesagt, das ist sehr geil. Also ich muss mal lobend erwähnen, Martin kommt aus einer viel strukturierteren Welt als wir. Und das tut uns, glaube ich, gerade ganz gut in so einer Vorproduktion. Nicht, wie wir sonst tun, ein bisschen einfach raudimäßig drauf loslegen, sondern so ein bisschen mit Softwares und Strukturen und Co. Das haben wir aber schon immer so gemacht. Ja, natürlich. Was? Naja. Der Grund auf jeden Fall, warum ich jetzt hier die Vlogkamera in die Hand nehme, ist, weil wir noch sehr, sehr viel Crew benötigen. Und gefühlt der häufigste Kommentar, den ich je bekommen habe, ist, kann ich mal bei euch ans Set kommen? Und in der Regel ist die Antwort nein. Und jetzt ist tatsächlich mal die Lage andersrum, und zwar brauchen wir Leute fürs Set. Wir hatten das damals bei Valkyren schon so gemacht, dass wir irgendwie auch über YouTube und Co. mal dazu aufgerufen haben, von wegen, hey Leute, schreibt uns eine Mail, wenn ihr Bock habt. Das machen wir jetzt nochmal, weil es damals extrem gut geklappt hat. Wir haben krass gute Connections geknüpft, auch mit Leuten, die wir immer noch regelmäßig am Set haben. Also keine falsche Versprechung, dass es wirklich passiert. Deswegen, let's go again. Die Kerndaten. Wir drehen an, glaube ich, insgesamt 6 Tagen im Juni. Die Tage blende ich hier mal ein. Und suchen jetzt Leute, die in allen Gewerken helfen können und wollen. Das heißt, egal ob Kamera, Licht, Maske, ich weiß ja nicht, was noch so gibt. Set-Aufnahmeleitung, Setrunner. Völlig egal. Wir sind gerade noch betont dünn besetzt. Das heißt, wir haben noch sehr, sehr viel Platz zu bieten. Ja, und würden uns einfach mal freuen, von euch zu hören. Die Bedingungen sind, ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, wie immer, anders kriegen wir das einfach nicht geregelt. No money! Es gibt kein Geld und das, no money! Und das heißt wirklich keine Anfahrten, kein Hotel, nichts. Deswegen ist es natürlich am einfachsten, wenn ihr aus Köln kommt, denn wir werden komplett in Köln drehen. Und ihr müsst natürlich nicht an allen Tagen können. Es wäre natürlich ultra geil, aber wenn ihr jetzt sagt, irgendwie, hey, ich kann vielleicht nur an dem einen Tag oder nur an dem anderen, völlig egal. Schreibt mir eine Mail, schreibt an marius@supersteady.de und dann packt ihr deinen Betreff am besten irgendwie Soko Loko, so wird der Film heißen, Soko Loko Crew, dann finde ich das am Endeffekt auch noch. Sagt mir, welches Gewerk ihr machen könnt und wollt, an welchen Tagen ihr könnt und dann halt gerne noch so ein bisschen, wer ihr seid, wo ihr herkommt, solche Sachen einfach, damit ich mal ein bisschen Eindruck bekomme. Es klingt gut, also... Das wird ein krasses Projekt. Da habe ich wirklich gar keine Bedenken. Vor allem, weil wir wirklich einen sicken, sicken Cast haben, den wir jetzt die ganze Zeit noch versuchen, nicht zu spoilen. Martin, habe ich irgendwas vergessen? Nö. Komm vorbei. Komm vorbei. Tschüss, bis bald. Ah, ey Leute, ich habe tatsächlich noch eine andere Frage. Wenn wir schon dabei sind bei dem Thema, wir brauchen was von euch. Wir brauchen vor allem auch, ehrlich gesagt, Geld. Jetzt überlegen wir die ganze Zeit, bringt das was aus der Community, zu versuchen Geld zu schöpfen mit einer Crowdfunding-Kampagne? Deswegen jetzt mal ganz ehrlich und offen gefragt, wärt ihr dabei? Sollen wir eine Crowdfunding-Kampagne machen? Bringt das was?